Es war einmal eine Zeit der Harmonie und des Friedens. Da waren Tag und Nacht. Geheimnisvoll, spannend und märchenhaft. Mozarts Zauberflöte neu interpretiert und aufwendig inszeniert. Am Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen finden gerade die letzten Proben statt, bevor es Ende März schon in die Previews geht, also die Vorführungen, bei denen die Reaktionen des Publikums noch für den letzten Feinschliff sorgen. Also Musical Zauberflöte ist für die Massen geschrieben. Es ist für das normale Volk, für jede und auch Opernfans. Ich kenne ja viele, ich bin ja Opernfan auch. Es ist auch ein Teil von meiner Karriere. Aber es bringt was Neues, eine neue Seite von die Geschichte Zauberflöte. Und ich glaube, es wird auch die Oper noch populärer machen. Die werden gemeinsam weiter die Musikwelt Freude geben. Vor über einem Jahr wurde die Idee für das neue Musical geboren. Seit Monaten wird getextet und komponiert. Hauptverantwortlich dafür sind Regisseur Benjamin Sala und Komponist Frank Nimsgern. Zwei große Namen, die mit Leidenschaft bei der Sache sind. Man kann dieses Werk, sollte man auch nicht verbessern, sondern man sollte es einfach nur neu erzählen, und zwar auch musikalisch neu erzählen. Alles andere hätte ich nicht gemacht. Deswegen habe ich lange dafür gebraucht, einen Weg für mich zu finden, dass es für mich musikalisch Substanz hat. Das Musical erzählt die Geschichte, wie Wolfgang Amadeus Mozart und sein Librettist Emanuel Schikaneder sie geschrieben haben. Das Liebespaar Tamino und Pamina steht im Mittelpunkt des Dramas. Prinz Tamino wird beauftragt, die entführte Pamina zu retten. Mit dem Vogelfänger Papageno, der vom bekannten Musicaldarsteller Tim Wilhelm gespielt wird, und einem magischen Instrument begibt sich der Prinz auf die Reise. Sie überwinden Hindernisse, werden in die Mysterien der Königin der Nacht und des Sonnenpriesters Sarastro verwickelt und bestehen Prüfungen. Am Ende steht der finale Kampf von Liebe und Weisheit gegen Dunkelheit und Täuschung. Die Geschichte ist also dieselbe, die Songs und Dialoge sind hingegen komplett neu. Regisseur und Texter Benjamin Sala übersetzt die Geschichte in die heutige Zeit. Wenn man seine klassischen Operngedanken kurz abwirft und einfach sagt, ich will in ein Musical mit einer coolen Story, mit tollen Show-Effekten, mit Fantasy, mit Witz, mit Spannung, dann wird man total begeistert sein. Die reine Mozart-Lehre ist es aber natürlich nicht. Ergänzt wird das Musical von einem aufwendigen Bühnenbild, visuellen Effekten, extravaganten Kostümen und renommierten Darstellern und Darstellerinnen wie Anna-Maria Kaufmann. Sie übernimmt die Rolle des Orakels. Was mich fasziniert, ist, dass ich da durch Zauberflöte, was ich sehr gut kenne als Oper von Mozart, eine neue Perspektive, eine neue Person entwickle, die man noch nicht kennt, die noch vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang gibt zu die Geschichte und die Erklärung. Das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen hat in den letzten Jahren immer wieder mit aufwendigen Produktionen auf sich aufmerksam gemacht. Federführend war wie auch dieses Mal Regisseur Benjamin Sala. Die Erwartungen des Publikums sind also hoch. Ab dem 28. März wird es drei Previews in Füssen geben. Die Uraufführung findet Mitte April am Deutschen Theater in München statt. Und Anfang Mai wird es eine zweite Premiere in Füssen geben. Okay, danke. Das ist unser Bayern. Hier nimmt man sich noch Zeit für das, was wichtig ist im Leben. Hier wird Tradition noch groß geschrieben. Und das ist Bayern ebenfalls. Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.